Strategisch greift er gut schon mal an. Also, okay. Aber wir wollten ja auch ein bisschen Action noch haben in den letzten Runden. Städte sind nur schwer einzunehmen. Ja, die Verteidigungen sind stark. Da hast du wohl recht. Bielefeld leidet Hunger. Warum leidet ihr denn auf einmal Hunger? Was denn hier los? Okay, egal. So, dann würde ich mal sagen, er schießt doch mal. So, Lülle. Das wäre dann der erste Streich. Könnt ihr nochmal oder? Nee, schade eigentlich. So, hier haben wir Bogenschützen. Die hier hätten wir ja auch noch hier stehen. Ja, das sieht schon dann gar nicht mal so schlecht aus. Ihr hier wäre gut, wenn ihr euch irgendwie heilen könntet oder so. Können sie scheinbar nicht. Dann graden wir sie mal ab. So, da oben sind noch mehr Einheiten. Da ist nämlich eine ganze Stadt. Aber mein Plan wäre schon. Achso, ja, danke, ne, für die Info. Mein Plan wäre natürlich schon irgendwie erstmal auf Defense zu gehen. Um anschließend dann aus der Defense heraus eine Offense zu starten. Möglichst. Okay, ihr könntet wässern, ihr könntet sonstiges. Wir haben auch kaum noch Geld. Ja. Bielefeld ist eigentlich sehr gut bewacht. Wenn wir uns hier hinpacken, könnten wir vielleicht auch auf die schießen in der nächsten Runde. Dann hätten wir unsere Pferdchen. Die könnten schon mal ein Stückchen vorrücken. Oder vielleicht sogar dahin. Belgrad hat uns ja auch welche geschenkt. Das ist ja schön. Mal gucken, was hier drüben los ist. Hier drüben ist eigentlich gar nichts los. Könnt ihr die beschießen? Scheinbar nicht. Von hier aus? Tja, leider auch nicht. Wie es mir scheint. So, welche Einheit benötigt noch Befehle? Ja, dann schießt doch auf das Schiffchen hier. Oder ihr macht Bereitschaft. Nee. Ihr macht diesen hier. So, die Einheit möchte auch was zu tun haben. Attacke! Jo, so viel dazu. So, Dille. Ja. Ja, ich hab euch doch gesagt, schießt doch das Schiffchen da nieder oder so. Oder die hier. Krieg erklären. Nein, wer bist du überhaupt? Persien. Ach, Persien, Bautrupp. Guck an. Okay. Ja, wollen wir mit Persien auch noch Krieg haben? Also, ich weiß ja nicht, nö. Ich denke mal, ihr verschanzt euch. Das ist ja eigentlich auch nur ein Schutzwall hier. Die verschanzen sich ebenfalls. So, die hier müssen auch noch was tun. Sagt er. Dann reiten wir erstmal aus dem Reich da wieder raus. Hier haben wir unsere lieben Schiffchen. Die könnten jetzt auch hierher fahren. Und dann, ja, sterben nehmen. Sich ein wenig positionieren. Heieiei, die Stadt beschießt uns. Das ist natürlich nicht schön. Aber das ist natürlich die Stadtverteidigung, ne? Die ist natürlich extrem stark. Davor hat uns ja auch der Kriegsminister ein wenig gewarnt, dass die Städte hier vorne ziemlich stark sein werden. Hei, die Witzer, die haben auch ganz schön abgemetzelt hier. Das ist aber ganz schön out. So, müssten wir als nächstes auch mal wieder Militär wohl erschaffen. Die hier sehen auch nicht mehr allzu gut aus. Wir könnten hier natürlich plündern, aber ja. Klicken Sie hier um besetzen die Stadt mit zu reden. Was?
hier klicken, um mit dem Besitzer der Stadt zu reden. Ich will nicht mit dem reden, ich will ihn angreifen. Städte sind schwere Ziele. Ja, nochmal nachdenken. Grübel, grübel. Naja, sagen wir mal so, die sind ganz schön angegriffen hier. Vielleicht wäre es jetzt eher besser, erstmal die Defense nochmal zu überdenken. Ich frage mich, ach guck mal, die sind jetzt da drüben. Aha, interessant. Die sind auch ziemlich angeschlagen. Ich glaube, mit denen hier hätte ich relativ gute Chancen, die hier niederzumähen. Wunderbärchen. So, ja, jetzt müssen wir gucken. Ne, darf ich den Kampf aufsehen? Nee. Kommt gar nicht so weit, wa? So, mit denen hier haben wir jetzt ein Problemchen hierher. Wo sind die hin? Keine Ahnung. So, dann haben wir ja das Problem, dass die hier gleich tot sind. Außer aber, wir schaffen es vielleicht, sie auszutauschen. So ein wenig. Aber es wäre cool, wenn wir mit denen nochmal angreifen könnten, ja. Mit denen würde ich sagen, verzuseln wir uns nach Bielefeld mal schnell. So, die nächste Einheit benötigt Befehle. Diese könnte ja auch hierher laufen. Hui, Schiffchen, cool. So, dann, ja, ihr hier verschanzt euch erstmal. Dass wir die Defense ein wenig nutzen. Und ihr hier verschanzt euch auch mal. Die Städte angreifen. Was, aber, hä? Was willst du denn jetzt auf einmal? Interessant, schön. Heidi Witzka. Gut. Hält aber lange durch, der Kleine, ne? Also, bis der mal tot ist. Eine Einheit wurde getötet. Nein! Wie konnte das denn sein? In einem Krieg? Oh, der hat Katapulte auch schon und so was, ne? Also... Der Alexander hat sich wesentlich besser vorbereitet, muss ich mal sagen. Aber na gut, wir werden mal schauen. Naja, naja. Mal schauen, mal schauen, wie das hier alles so weitergeht. So, oh, was haben wir hier denn? Einen großen General, das ist cool. Den könnten wir mal hier hochschicken. Hoho, das ist schön. So, diese Einheit sollte vielleicht mal was tun irgendwie. Katapulte stehen mitten in der Stadt. Das ist schlecht, das ist schlecht. Ich würde sagen, wir gehen mal erstmal zurück ein wenig. Die hier heilen sich. Die hier gehen auch mal zurück und heilen sich. Ja. Weil massiv angreifen ist manchmal nicht so ganz. So, aber die haben wir erledigt. So, da oben haben wir auch noch welche. Massivst übertölpelt. So, und dann würde ich sagen, ihr verschanzt euch erstmal eine Runde. Und mein Schiffchen wird mal, ja, was machen wir denn mit unserem Schiffchen? Vielleicht die Stadt angreifen? Ich weiß es nicht. Oder das Bötchen hier angreifen. Blub, da war eins weniger. Juhu. So, Dille. Heidi Witzka. Ja, ich glaube, das werden sich nicht mehr lange überleben. Das ist natürlich ein bisschen blöd hier mit der Stadt und allem davor direkt. Mal schauen, was wir da noch alles so tun können. Aber, naja, aber.